Herzlich willkommen zur Videoreihe TechTip Basic. In unserem heutigen Video erklären wir Ihnen Energie, Leistung und Spitzenleistung. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fachbegriffe der Elektrotechnik erkunden. Die Energie beschreibt die Fähigkeit, eine sogenannte Arbeit zu verrichten. Diese Arbeit kann eine rollende Kugel, eine heizende Heizung oder eine leuchtende Lampe sein. Die Energie existiert also in verschiedenen Formen. Dazu zählt unter anderem thermische Energie, Sonnenenergie oder elektrische Energie. Gemäß dem Energieerhaltungssatz kann Energie weder erzeugt noch zerstört werden. Sie wird lediglich von einer Form in eine andere umgewandelt und hat dabei einen Wirkungsgrad. Ein Elektromotor wandelt zum Beispiel elektrische Energie in kinetische Bewegungsenergie um. Und ein Solarmodul wandelt die Sonnenenergie in elektrische Energie um. Dennoch sprechen wir umgangssprachlich von Erzeugung, Verbrauch oder Verlust, wenn zwischen den Energieformen umgewandelt wird, da nicht jede Energieform technisch sinnvoll nutzbar ist. Das Formelzeichen der Energie ist E. Die Einheit ist Joule oder alltäglich bekannter Kilowattstunden. Die Maßeinheit Kilowattstunde steht also für die Energie und ist mit der Zeit eng verbunden. Viele energetische Prozesse passieren nämlich im Laufe der Zeit. Ein Handy-Akku wird über einen Zeitraum geladen. Was kann nun eine Kilowattstunde? Mit einer Kilowattstunde kann ein Laptop ca. 20 Stunden betrieben werden. Ein Wasserkocher kann 30 Minuten lang erhitzen und eine LED-Leuchte kann 150 Stunden leuchten. Die Leistung gibt, vereinfacht gesagt, an, wie viel Energie pro Zeiteinheit verbraucht oder erzeugt wird. Die Leistung ist somit eine gewisse Rate, mit der die Energie ihre Arbeit verrichtet, ähnlich wie Geschwindigkeiten. Je höher die Leistung, desto schneller wird die Arbeit verrichtet, wie zum Beispiel das schnellere Laden des Handys mit einem besonders leistungsstarken Ladegerät. Die Leistung hat als Formelzeichen P und als Einheit Watt. Je nach physikalischem oder technischem System gibt es verschiedene Wege, die Leistung zu berechnen. Aus elektrotechnischer Sicht berechnet sich die Leistung zum Beispiel aus dem Produkt der Spannung und der Stromstärke. Anhand der Leistung lässt sich schnell und einfach der Energieverbrauch oder die Energieerzeugung berechnen. Dafür multipliziert man einfach die Leistung mit der Betriebsdauer und erhält die Energie. Dazu ein einfaches Beispiel. Wir betrachten einen Föhn. Benötigt ein Föhn bei zweiter Einschaltstufe 230 Volt und 9,5 Ampere, so hat dieser eine Leistung von 2,2 Kilowatt. Da 230 Volt multipliziert mit 9,5 Ampere ungefähr gleich 2200 Watt sind. Lässt man den Föhn nun eine Stunde laufen, hat man 2,2 Kilowattstunden Energie verbraucht, wobei elektrische Energie in mechanische und thermische Energie umgewandelt wurde. Für die 2,2 Kilowattstunden zahlt man je nach Stromtarif ca. 80 Cent. Die Leistung muss nicht immer konstant sein. Ein Föhn hat verschiedene Einstellstufen und hat je nachdem eine andere Leistung. Auch bei Solarmodulen ist dies der Fall. Zwar haben wir bei Solarmodulen keine Schalter wie beim Föhn, aber hier beeinflussen andere Faktoren die Leistung. Zum Beispiel die Sonneneinstrahlung. Auf Solarmodule trifft nämlich nicht immer dieselbe Menge an Sonneneinstrahlung. Die Sonneneinstrahlung ändert sich im Laufe des Tages, wenn die Sonne auf- und untergeht. Nachts haben wir gar kein Sonnenlicht. Es wird dadurch je nach Uhrzeit und Jahrestag mit unterschiedlicher Leistung Sonnenenergie in elektrische Energie umgewandelt. Um die Leistung verschiedener Solarmodule oder Solaranlagen miteinander vergleichen zu können, verwendet man in der Photovoltaiktechnik den Begriff Watt-Peak oder Kilowatt-Peak. Peak bedeutet dabei Spitze. Die Nennleistung wird also als eine Spitzenleistung unter optimalen Standardtestbedingungen SDC angegeben und ist im Datenblatt der Module nachlesbar. Die Standardtestbedingungen sind: volle Sonneneinstrahlung mit einer Bestrahlungsstärke von 1000 Watt pro Quadratmeter, Temperatur des Solarmoduls mit 25 Grad Celsius, Standardlichtspektrum mit AM 1,5. Haben zwei Module bei gleicher Größe unterschiedliche Spitzenleistungen, kann das leistungsstärkere Modul einfach identifiziert werden. Vielen Dank, dass Sie unser Erklärvideo zur Energie, Leistung und Spitzenleistung angeschaut haben. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen bei Ihren Fragen geholfen. Weitere Videos der Serie TechTip Basic finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.